Hallo liebe Schach960 Freunde, willkommen zu einer weiteren gehaltvollen Partie aus dem Schach960 Turnier des Bieler Schachfestivals 2022. Und das ist die Partie zwischen Gata Kamsky und Li Quang Liem, dem Vietnamesen. Die Ausgangsstellung habe ich euch schon eingeblendet und mit einem König auf B1 sollte uns als Weißem hier eigentlich eine gute Entwicklung der Figuren hier im Zentrum gelingen. Alle Zentrumsbauernzüge erscheinen mir hier sehr vernünftig, D4, E4, auch F4. Bei der Entwicklung der Figuren sollte man einzig und allein darauf achten, dass der Springer F1 nicht nach G3 entwickelt wird, wo er den Läufer auf H1 blockiert. Mit anderen Worten, das bedeutet, dass ich hier E2, E4 zum Beispiel spielen würde. Warum nicht gleich im ersten Zug, um das Feld E3 sofort für den Springer zur Verfügung zu haben. Gata Kamsky spielt aber anders. Er begann hier mit G3 und es ging weiter mit D5, F4, G6 und D3. Und damit haben wir eine Bauernstruktur, wie wir sie in der Bird-Eröffnung natürlich haben, oder mit vertauschten Farben haben wir so etwas in der holländischen Verteidigung, die Leningrader Variante. Und in beiden diesen Eröffnungen ist ja das Ziel, den E-Bauern zu ziehen, also E2, E4, und das ist hier natürlich auch schon erkennbar. Schwarz hat hier C6 gespielt, er hat den D-Bauern gedeckt. Ganz offensichtlich wollte er den Springer E8 nach D6 bringen. Das ist hier die erste interessante Stellung. Hier gab es mit Läufer D4 eine überraschende, andere interessante Fortsetzung. Der Turm auf G1 wird angegriffen. Hier ist ja wohl E3 natürlich am plausibelsten. Und nach Läufer B6 zeigt es sich, dass es für Weiß noch einige Zeit dauert, bis er seinen Vorstoß E4 durchgesetzt hat. Eine plausible Fortsetzung wäre Dame E2, C6 und Springer D2. Wegen der etwas unbequemen Stellung des Turms auf G1 geht natürlich E4 immer noch nicht. Springer D6, Turm F1. So, und jetzt ist Weiß bereit zu E4, aber Schwarz hat hier Läufer H3. Und nach Läufer G2, Läufer schlägt G2, Springer G2, ist Schwarz nun gut aufgestellt, den Zug E3, E4 zu beantworten. Er kann hier beispielsweise Springer E6 spielen, um nach E4 mit Springer D4 fortzusetzen. Das ist absolut in Ordnung für Schwarz. Er könnte Springer D7 spielen, um nach E4 mit E6 weiterzumachen. Auch diese Aufstellung C6, D5, E6 ist absolut stabil und gut für Schwarz. Das ist jetzt eine französische Bauernstruktur und der weißfeldige Läufer auf C8 hat sich ja abgetauscht. Also rein strategisch ist das alles in Ordnung für Schwarz. Und selbst F5 wäre hier noch eine interessante und ausreichende Möglichkeit, um auszugleichen nach E4, E6 und beispielsweise E schlägt D5, E schlägt D5. Sieht es so aus, als würde Weiß eventuell die schwachen Felder in der E-Linie ausbeuten können, aber auch das ist nicht der Fall. Turm E1 kann hier Schwarz mit Springer D7 beantworten und nun wäre Dame E7 viel zu früh. Denn Weiß hat keine Entwicklung. Der Läufer C1 und der Turm A1 sind noch nicht im Spiel. Schwarz kann hier Damen tauschen und die C-Rochade folgen lassen. Und Schwarz steht hier gut. Turm H7 jedenfalls wäre nun wirklich nicht empfehlenswert. Hier kann Schwarz mit Turm DE8 fortsetzen und die aktivere Stellung der schwarzen Figuren sichert dem Schwarzen hier auch das bessere Spiel. Das wäre tatsächlich ein allzu gieriger Bauernraub von Weiß. Kommen wir zurück in diese Stellung, also hier statt C6 Läufer D4 eine interessante Möglichkeit.
Die Partie ging nach c6 weiter mit Springer f3 und Dame b6. Das bringt Schwarz, wie wir sehen werden, wenig. Er sollte sich damit abfinden, dass Weiß tatsächlich zu e4 kommen wird. Und tatsächlich sollte er sich dann darauf einstellen, was zu tun ist, wenn es eben zu e4 kommt. Am allervernünftigsten wäre daher f6 zu spielen und nach Dame e1 e5 und nach e4 hat Schwarz jetzt auch eine bequeme Ausgleichsstellung erreicht. Das schwarze Zentrum ist solide. Er kann hier beispielsweise mit d4 fortsetzen und wir haben ein Französisch mit vertauschten Farben, in dem Weiß aber doch ein Stück von der Idealstellung weg ist. Der Springer f1 sollte hier eigentlich auf e2 stehen, dann wäre es ein guter Franzose. Schwarz hat gute Möglichkeiten, seine Figuren hier ins Spiel zu bringen. Läufer e6, Springer d6, Springer d7, Dame e7 und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass er Weiß Mühe haben wird, in den nächsten Zügen sich harmonisch zu entwickeln und könnte mir vorstellen, dass Schwarz eher die Initiative ergreifen wird. Wobei d4 hier, weiß Gott, nicht die einzige Fortsetzung ist. Schwarz könnte hier auch d schlägt e4 spielen und nach d schlägt e4 ist auch das eine ausgeglichene Stellung. Der Punkt e5 bleibt in schwarzer Hand, deswegen ist das Zentrum absolut stabil. Und es entsteht eben ein gleiches Mittelspiel. Kommen wir zur Partie zurück. Dame b6 war also die Fortsetzung. Es ging weiter mit a4, a5 und e2, e4. Und damit steht Weiß schon gut. Dem Schwarzen droht sogar ein Entwicklungsrückstand, denn alle seine Leichtfiguren stehen eben noch auf der Grundreihe. Hier ging es weiter mit d schlägt e4, d schlägt e4. Und Läufer g4. Und das ist auch ein etwas merkwürdiger Zug. Diese Fesselung ist nicht sehr effektiv. Natürlich droht Läufer f3 oder auch gleich Dame schlägt g1. Aber damit kann man einem Großmeister vom Rang eines Gata Kamsky natürlich keine Angst einjagen. Das übersieht er natürlich nicht. Springer e3 ist die ganz natürliche Fortsetzung. Der Läufer g4 wird sofort angegriffen, h5 und e4, e5. Und auch das ist ganz natürlich und völlig in Ordnung. So wird die lange Diagonale für den Läufer h1 wieder geöffnet, gleichzeitig die des Läufers h8 blockiert. Auch der Springer e8 hat keine Möglichkeit, sich auf die Idealfelder d6 oder f6 zu begeben. Und Schwarz muss ab sofort auch immer mit Möglichkeiten wie Springer c4 rechnen. Hier kam die C-Rochade von Schwarz, Dame e1 und f7, f6. Schwarz versucht sich hier zu befreien. Fazit aber nach 10 Zügen. Dem Weißen ist die Eröffnung definitiv besser gelungen. Er hat die beiden Springer im Spiel. Die lange weiße Läuferdiagonale ist geöffnet und der Läufer auf c1 schützt natürlich das Feld b2 effektiv. Schwarz hat viele Aufgaben der Eröffnung noch nicht gelöst. Fazit also nach 10 Zügen. Weiß steht definitiv besser. Turm a3. Weiß erhöht die Aktivität seiner Figuren. Hier war auch Springer c4 schon möglich, Dame a6 und Springer a5. Aber das ist definitiv auch etwas gierig. Turm a3 ist schon besser. Der Bauer a5 bleibt auch für die nächste Partiephase ein Schwachpunkt. Läufer schlägt f3, Läufer f3 und Dame b4. Schwarz bemüht sich um eine aktive Verteidigung. Einerseits hofft er auf den Damentausch, andererseits darauf, dass nun der Bauer e5 eventuell doch verteidigt werden muss. Es geht ja nun kein Springer c4 mehr. Und auch der Angriff auf den Bauern a4 bindet den weißen Turm. Alles an und für sich ganz gute Ideen von Schwarz. Konkret aber steht Weiß tatsächlich schon so gut, dass er all diese schwarzen Ideen gut parieren kann.
Dame E2. Und erneut tauchen sehr unbequeme Drohungen von Weiß auf. Springer C4, Läufer E3. Und auch auf Läufer C6 muss Schwarz von jetzt an achten. Nach BC6 könnte Dame A6 eventuell einen gefährlichen Angriff für Weiß geben. Hier kam FE5, um zu sehen, wie gefährlich die weiße Stellung tatsächlich schon ist. Kann ich euch auch eine andere Variante anspielen. Springer E6 zum Beispiel könnte Weiß hier mit C3 beantworten. Dame C5, das fesselt den Springer E3. Aber auch das kann Weiß schon ignorieren. E schlägt F6, Springer F6 und Springer C4 ist hier sehr gut für Weiß. Dame G1 wäre hier tatsächlich nicht gut. Hier könnte Weiß mit Dame E6 fortsetzen und Weiß steht auf Gewinn. König B8 und Turm B3 und der weiße Angriff ist einfach übermächtig. Aber auch König C7, Dame E7, Turm D7, Dame E5 ist absolut überwältigend für Weiß. König C8, Turm B3, droht Springer B6, droht auch Läufer C6. Dame A7 würde auch nichts helfen, Läufer E3. Dame A6, Springer B6, König D8 und Läufer C5 mit klarer Gewinnstellung für Weiß. Auch hier fällt die schwarze Stellung in den nächsten Zügen hoffnungslos in sich zusammen. Kommen wir zur Partie zurück. Hier kam F schlägt E5 und nun kam Läufer C6. Auf einmal allerdings beginnt Kamsky Gespenster zu sehen. Hier war der klarste Weg zum Sieg für Weiß Turm B3 mit der möglichen Fortsetzung Dame A4 und Springer C4. Erneut droht Springer B6 und nach König C7 Läufer E3 ist das auch ein klarer Vorteil für Weiß. Verzichtet Schwarz auf Dame schlägt A4, dann wäre nach Dame D6 Turm D1 nur eine der vielen Möglichkeiten, mit denen Weiß hier gewinnen kann. Und nach Dame C5 ist hier Läufer schlägt C6. Absolut entscheidend. Nach Dame C6 würde natürlich Turm C3 kommen und nach B schlägt C6 ist natürlich Dame A6 hier der Gewinnzug, König D7, Turm C3 und das ist ein ganz leicht zu erkennender Damengewinn. Aber wie schon angedeutet, Kamsky sieht Gespenster, Läufer C6 war die Partiefortsetzung. Und nach B schlägt C6, Dame A6. Ja, ein Fehler kommt selten allein. Turm B3 war hier immer noch besser für Weiß mit der möglichen Fortsetzung. Dame E4, Dame A6, König D7, Turm D1, Springer D6 und F schlägt E5. Das wäre immer noch eine starke Angriffsfortsetzung, aber es würde schon kein Matt mehr und auch kein Damengewinn. Und das war natürlich sehr irritierend für Weiß. Und dann ist es irgendwo kein Wunder, dass er auf einmal völlig den Faden verliert. Er hat also auf Turm B3 hier verzichtet, sofort Dame A6 gespielt. Und nun kam natürlich Dame B7. Vermutlich hat Kamsky diesen Rückzug der Dame einfach übersehen. Jetzt wendet sich das Blatt tatsächlich und Schwarz bekommt die Stellung wieder in den Griff. Dame A5. Und Springer C7, eine wichtige Verteidigungsidee. Schwarz steht jetzt tatsächlich schon besser. Weiß bekommt hier keine ausreichende Kompensation mehr für die Figur. Turm B3 und Dame A6, das war also hier die Idee von Springer C7. Dame B4, Springer FE6. Auf einmal entwickelt sich Schwarz und der König hat die Fluchtroute über D7 nach E8, wo er ganz sicher stehen würde. Es ging weiter mit Springer C4. Auch andere Fortsetzungen sind hier tatsächlich schon besser für Schwarz. Und Springer D5. Er überdeckt das Feld B6 und greift seinerseits die Dame auf B4 an.
Dame b8, König d7, Springer schlägt e5 und König e8. Und es zeigt sich, dass Weiß den Damentausch nicht mehr vermeiden kann. Die Dame auf b8 ist bedroht und sie hat nur das Feld b7. Schwarz hat tatsächlich alles mittlerweile unter Kontrolle. Die Springer auf d5 und e6 sind wirklich hier sehr starke Verteidigungsfiguren. Die Partie ging weiter mit Dame schlägt b7, Turm b7, Läufer schlägt e5 und f schlägt e5 und nun Turm a8. Und hier blieb Gata Kamsky als Weißem nichts anderes übrig, als die Partie aufzugeben. Seine Stellung ist tatsächlich auch schon völlig hoffnungslos, da nicht nur der Bauer a4 hängt, sondern mittlerweile auch der Turm b7 in der Zwickmühle steckt und verloren zu gehen droht. Ja, das war, wie ihr gesehen habt, eine üble und gewissermaßen unverdiente Niederlage von Gata Kamsky, der lange Zeit in dieser Partie klar dominiert hat. Aber am Schluss hat er dann tatsächlich völlig die Übersicht verloren. Nun, eine Erklärung dafür ist vielleicht, dass es die siebte und letzte Runde in diesem Turnier war. Und man kann vielleicht doch erahnen, um wie viel anstrengender ein Schach-960-Turnier im Vergleich zum klassischen Schach ist. Und das war's für heute. In diesem Stil geht es in einer Woche weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin also, ciao!